Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rescue HQ. Wir müssen jetzt mal wieder ein paar Leute rausschicken, denn in der letzten Episode am Ende sind plötzlich sehr viele Notfälle reingekommen. Das heißt, wir sollten uns da jetzt mal drum kümmern. Wir brauchen einen Lufttank, ja. Dann brauchen wir auch noch so einen Wassertank. Auch das ist kein Problem. So, jetzt sollten wir natürlich noch ein paar Leute rausschicken. Hey, wir haben nur noch richtig gute. Das ist ja krass. Komm. Du und du. 86%, das reicht mir. So, als nächstes. Hier haben wir noch einen Notruf. Was ist denn da los? Wir wurden informiert, dass als Vergeltung für ein paar hochkarätige Verhaftungen ein Hinterhalt errichtet wird. Unser Revier wurde beauftragt, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor das Ereignis eintritt. Wir werden mit einem unserer Teams eine Überwachung durchführen. Okay. Also da brauchen wir einfach nur irgendwelche Polizisten. Wir nehmen erstmal das Fahrzeug und dann können wir wie viele Leute reinschicken? Zwei, ne? Okay. Wir sollten vielleicht die nehmen, die irgendwie... Genau. So, da haben wir die Leute hingeschickt. Jetzt haben wir noch ein Fahrzeug übrig. Jemand ist in einen bekannten Videoladen eingebrochen und mit ein paar Sammlungen meisterlicher 90er Fernsehshows entkommen. Wir müssen die örtlichen Flohmärkte durchkämmen, um der Spur zu folgen und den Übeltäter zu verhaften. Okay, jetzt haben wir leider nur noch so einen Mannschaftswagen mit fetten 2 MGs drin. Werden wir nicht wirklich brauchen, aber... So, die zwei. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass in nächster Zeit hier keine, schlimme Dinger kommen. Verdammt, der Bug ist immer noch. Ich hatte nämlich eben geguckt und zwar gab es ein Patch. Weil ich hatte gehofft gehabt, dass sie diesen Bug hier schon mal mit behoben haben. Dass sie das schon gesehen haben. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, und weg sind sie alle. Läuft. Warte mal, wir könnten hier eigentlich auch noch eine weitere Tür reinbauen. Dann würde ich mal sagen, das machen wir einfach mal so. Nicht Flur, das ist ja die Garage, dann bauen wir hier noch eine Garagentür rein. Kostet uns zwar dann noch ein bisschen Geld, aber dann können die hier schneller durch. Müssen da nicht erst so außen rum. Nee. Genau, gönn dir. Erfolgreicher Notfall. Wir haben wieder 2900 eingenommen. Das heißt, wir bleiben jetzt wohl, so wie es aussieht, ein bisschen im grünen Bereich. Das ist sehr schön. So, bald ist dieser Mafia-Prozess. Da bin ich immer echt gespannt. Oh, neues Feuer. Haben wir ein Fahrzeug da? Wir haben ein Fahrzeug wieder hier, ne? Nehmen wir mal das. Dann nehmen wir noch einmal einen Lufttank. Dann zack, zack. Und zack, 86%. Damit geben wir uns zufrieden. Und dampfen wir mal ab. Ja, zumindest wenn die Leute jetzt dann nochmal hingehen. Was ist das hier mit 93%? Ihre allgemeine Leistungsbewertung, okay. Viel geschlagen haben wir halt einfach einmal gehabt. Ja, passiert. Nee. Und ich glaube, das müsste man wirklich etwas effizienter alles hier gestalten. Wenn ich das nächste Mal nochmal irgendwie was anfange, dann werden wir das auch so machen. Oder vielleicht geht es später in so ein Endlosspiel. Das wäre natürlich auch cool. So, wir werden erstmal das hier beantworten. Dazu braucht man wieder mal Fahrzeug mit Tank. Dann braucht man noch ein paar Lufttanks. Und wir brauchen noch ein paar Leute. Dann nehmen wir hier mal den Boss. Nehmen wir den. Und dann nehmen wir noch den. Und dann sind wir bei 100%. Abmarsch. Auf das Feuer, da müssen wir, glaube ich, nochmal einen Moment warten. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei Leute übrig. Aber da brauchen wir gerade hier den Leiter, das ist gut. Ich kann noch ein bisschen warten. Ich kann noch einen Ticken warten, wir warten noch einen Moment. Vielleicht ist dann hier das eine Ding gleich beendet. Ja, da kommen Leute zurück. Passt schon, bis dorthin warten wir. Den können wir nämlich dann noch zumindest einen weiteren mitnehmen. Erfolgreicher Notfall, sehr gut. So, jetzt können wir uns aber hier um den nächsten kümmern.
Ja, wir nehmen dann hier unser super tolles Fahrzeug, das wir noch nie genommen haben, glaube ich. Dann nehmen wir den mit, nehmen wir den mit. Und dann müssen wir halt leider noch irgendwie so jemand mitnehmen, der ein bisschen erschöpft ist. 100% und Abmarsch. Sorry, Leute. Also im Moment ist gut, was zu tun. Da bin ich mal gespannt, wie das dann... Oh, der nächste erfolgreiche Notfall. Yes. Da bin ich dann ja mal gespannt, wie das später wird. Wenn wir dann irgendwie auch noch den Rettungsdienst dazu kriegen. Ich glaube, dann wird es so richtig chaotisch langsam. So, da haben wir... War der erfolgreich? Scheint erfolgreich gewesen zu sein. So, kommende Schicht, da passt alles. Alles gut. Ein erfolgreicher Notfall. 3500. Also wir sind jetzt langsam wieder im Plus. Trotz dessen, dass wir so viel ausgegeben haben und mehr Leute eingestellt haben. Und nochmal. Nice. Ich würde jetzt klar sagen, wir gönnen denen deshalb jetzt einen weiteren Kühlschrank. Ach, wartet mal. Können wir nicht noch ein bisschen Knast hinbauen? Also ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen müssen. So zwingend. Hallo, Knast. Wer will nicht direkt so einen Knast daneben haben, ne? Ach so, dann müssen wir jetzt eine Mauer machen. Erstmal so eine Verbrecherbank. Platz blockiert. Ja, dann muss das jetzt, warte mal, bauen wir noch eine zweite hin. Bauen wir noch eine zweite hin. Jetzt ziehen wir natürlich dann noch eine Mauer hier hoch. Dann kommt hier die Knasttür rein. Sehr gut. Und dann zur Sicherheit, ne? Machen wir die nächste Knasttür rein. So, wie sich das gehört. So, der nächste erfolgreiche Notfall war da. Sehr schön. Was machen die Heinis eigentlich im Moment? Trainieren die denn fleißig? Sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir könnten vielleicht mal einen neuen Polizeibeamten einstellen. Bewerber. Das ist halt noch so ein Azubi. Ich stelle den mal für den Tag ein, weil wir, glaube ich, dann später Leute brauchen. So, jetzt ist wieder was Neues dazu gekommen. Wir warten mal ganz kurz. Nicht beantworteter Notfall. Was ist jetzt das hier? Verdammte langhaarige Dummköpfe haben im Wald geraucht. Normalerweise bin ich der Letzte, der eine Party unterbricht. Aber eigentlich ist es ihre Aufgabe, mich von dieser Last zu entlasten. Das würde man so nicht schreiben, das ist nicht gut geschrieben. Senden Sie diesmal die Partyschreckpolizei zusammen mit einer demonstrativen Brandschutztruppe aus. Machen Sie eine Lektion für die Hippies draus. Okay. Wie jetzt? Also schicken wir mal das große Fahrzeug raus, oder wie? Okay, naja. Geht das jetzt nicht mehr? Das geht nicht. 20% sind wir nur, oh mein Gott. Also, da schicken wir mal einen normalen Streifenwagen hin, weil wir ja eigentlich da nur zwei Leute brauchen, ne? Komm. Da und da. Ausrüstung für Massenkontrolle, das haben wir natürlich noch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt schauen wir nochmal schnell zur Feuerwehr, denn da können wir noch was machen. Mehr Feuerwehr, Leute. Wollen wir noch ein weiteres Fahrzeug hinzuschicken? Oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht, aber okay. Dann machen wir den Käse. So, das muss erstmal reichen. Und, was wollten die denn hier noch? Wir haben einen Wassertank. Wir brauchen noch mehr Lufttanks. Kommt.
Schick mal da 6 hin und dann reicht das jetzt erstmal. Das Blöde ist, wir haben jetzt hier natürlich noch ein Feuer. Dann müssen wir das Fahrzeug hier nehmen und wir hätten eigentlich die Leiter gebraucht. Oh Mann, ich Idiot. Das nächste Mal gucke ich mir das Zeug vorher an. Das war dämlich von mir. Ja, 90% muss reichen. So, geht an die Arbeit. So, der Heini, der jetzt noch hier ist, der muss jetzt hier wieder schön neue Lufttanks nachfüllen. Denn wir haben jetzt quasi komplett alle verbraucht. Da hat er jetzt aber gut zu tun. Alter, was machst du hier? Ich bin mir ziemlich sicher... Was zum... Ach, wird schon gepasst haben. So, was haben wir hier? Haben wir nur einen Bewerber? Für die Polizei schon wieder? Nee. Abgelehnt. Was ist das? Ist das das, was die verdienen quasi? Naja, da werden wir wohl mit leben müssen, dass die sehr teuer sind. Wir machen im Moment ja auch immer schön Plus, also ist alles gut. Warte mal, wir könnten hier jetzt mal umschalten, passende Crew zur Reparatur des Fahrzeugs zu senden. Genau, das machen wir mal. Repariert das dann mal. Oh mein Gott! Wir müssen jetzt erstmal hier Leute hinschicken. Ja, natürlich ist das jetzt gerade im Einsatz, das heißt, das können wir nicht machen. Wie sieht's hier aus? Ja, da brauchen wir eigentlich bloß ein paar Leute, alles klar. Wir schicken hin das Fahrzeug, ne? Dann packen wir dort jetzt einfach so ein paar möglichst nicht erschöpfte Leute rein. Sieht schon mal gut aus. Dann müssen wir hier jetzt leider mit dem Mannschaftswagen fahren. Packen wir dort auch mal nicht erschöpfte Leute rein und dann muss das reichen. So. Jetzt müssen wir warten, dass die hier wieder zurückkommen. Weil wir bestmöglich mal das Fahrzeug bräuchten. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Was bräuchten wir dafür? Dafür bräuchten wir einen Leiterwagen. Hierfür auch. Oh Gott. Tja, ich glaube, ein Haus wird leider abbrennen müssen. Wir müssen da jetzt irgendwie Prioritäten setzen. Okay, das sieht gut aus. So, dann machen wir jetzt erstmal das hier. Oder wie viel verdienen wir hier? Hier wird mit 10 Punkte abzukriegen und wir würden hier 500 verdienen. Hier wird mit 1800 verdienen, das heißt, wir machen das hier. Tja, so ist das eben. Dann nehmen wir noch den mit und das reicht schon. Und weg seid ihr. Okay, hier ist es jetzt heftigst eng. Nehmen wir das Fahrzeug und dann schicken wir da einfach so unsere Leute rein und das reicht dann auch. Okay. Alles gut, das wird schon werden. Das wird schon werden, alles. Und ein erfolgreicher Notfall, wir kriegen schon wieder mehr Geld. Ihr erster Verdächtiger! Ja! Ihre Polizei hat einen in die Haft im Hauptquartier gebracht. Okay, sehr schön. Nachdem Ihr Fall abgewickelt ist, gehen Sie in die Freiheit oder ein richtiges Gefängnis. Das muss ein Gesetz entscheiden und das ist nicht Ihr Ding. Sehr gut, das ist ein, finde ich, klasse. Was hingegen Ihr Ding ist? Geld verdienen, indem Sie den Verdächtigen verhören. Je mehr, desto besser. Okay. Bauen Sie eine Zelle, Gefängnis und eine Zellenbank, Verbrecherbank. Okay. Aktivieren Sie die Zellenbank, Verbrecherbank, damit die Polizei den Verdächtigen abfertigen kann. Halten Sie zusätzliches Geld und Ansehen. Ja, das haben wir ja schon gebaut. Also da muss ich hier, glaube ich, nichts mehr aktivieren, oder? Momentan gibt es in der Station nichts zu verarbeiten. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Lass mal weiterlaufen und dann wird es schon passen. Keine Ahnung, wird schon aktiviert sein.
So, ich würde jetzt mal sagen, es wird Zeit, dieses Fahrzeug hier zu reparieren. Und ein erfolgreicher Notfall, der uns nur ein bisschen Kohle gebracht hat. Sehr schade. So, da haben wir noch Leute draußen. Ach so, hier. Verdächtiger ist entkommen. Verdächtiger wurde in Hauptquartier verbracht. Ah ja, okay. So, jetzt sitzt er hier. Dieser Knopf aktivieren, deaktivieren, verwendet. Okay. Wir aktivieren den mal. Jetzt wird er hoffentlich verhört und wir kriegen wieder Geld. Ja, alles gut. Wir machen das so mit der Schicht. So, wird er jetzt verhört? Redet die mit ihm? Ich glaube, sie redet mit ihm. Dann soll mir das recht sein. So, was sind das hier für Dinge? Hier arbeitet niemand. Hier ist doch okay. Dann lassen wir die mal machen. Hier wird gerade schön das Fahrzeug repariert. Nicht, dass es auseinanderfällt. Ich hoffe, dass das nicht so viel kostet. So, und jetzt könnten wir eigentlich mal gucken. Wir können nämlich jetzt hier noch ein paar Sachen wahrscheinlich erforschen. Feuerwehrhelikopter. Alter Falter. Nein, Mann. Was ist das? Schreibtisch für Kripo-Beamte. Wandelt Akten in Fall um. Wollen wir das freischalten? Versorgungsraum. Oh mein Gott. Das sieht gut aus. Wartungsarbeit für Sprengausrüstung. So, für Tauchpumpen. Wartungsarbeit für Chemikalienschutzanzug. Waffenkammer, Lager, Swatting. Was? Okay. Dann hier in der Garage. Hier könnten wir jetzt neue tolle Sachen freischalten, die wir nicht freischalten, weil wir das nicht können. Ausbildung für Feuerwehrleute. Okay. Ein Bad. Ein Spiegel. Bitte. Das ist gut. So, das ist freigeschaltet. Weil die armen Heinis, die müssen sich natürlich auch mal was gönnen. So, jetzt gibt es hier zukünftig besseren Shit. Schlafzimmer, hier gibt's. Oh, Doppelbetten, sehr gut. Kaufe ich auch mal. Oh, oh Gott. Wieso sagt mir das keiner von euch? Achso, ist ja kein Livestream. Ist ja kein Livestream. Und los geht's. Dann nochmal die Polizei. Wir haben einen Bericht, dass ein Laden für Hanfzubehör das zusätzliche Hauptprodukt ohne Lizenz verkauft. Nein, wie kann man nur? Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen. Also müssen wir eine verdeckte Ermittlung durchführen. Okay. Dann, hier, ermittelt mal verdeckt. Ach, könnte ich noch jemand mitnehmen? Cool. Dann gönnt euch. Gönnen Sie sich. So. Neue Bewerber. Ich könnte noch einen Polizisten für die Nacht einstellen. Ja, komm, wir stellen ihn für die Nacht ein. Das muss dann aber reichen. Haben wir genügend Leute, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt sogar nochmal anfangen, dass wir irgendwie ein bisschen das Ding upgraden. Die Garage, genau. So. Dann hauen wir vielleicht hier in die Garage noch irgendwie was Krasseres rein. Wie viele Punkte haben wir noch? Wir haben jetzt noch 200 Punkte über. Dann gucken wir mal. Garage. Ich möchte was Krasses. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in wenigen Tagen. Oh Gott. Vorsicht vor Gewalt auf den Straßen, wenn sich die Fans nach den Spielen treffen. Toll. Ich bin begeistert. Also da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie sowas. Das ist auch für die Massenkontrolle bei Krawallen. Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen sparen hier. Da müssen wir sparen. Und was ist das hier? Großer Wasser. Okay. Nee, geht jetzt nicht. So, dann Versorgungsraum. Dann gucken wir jetzt mal hier. Megafon, das wäre schon cool. Das wäre auch cool, aber das können wir uns im Moment nicht leisten. Okay, das sieht gut aus.
Eigentlich müssen wir schon alles upgraden. Und neu bauen, aber das gibt das Geld mit Sicherheit nicht her. Jetzt hoffen wir erstmal, dass wir hier das hier schaffen mit diesem Carlitos Way. Und dann werden wir da, wartet mal, wir schauen einfach nochmal ganz kurz in der Garage. Also wir haben im Moment nicht genügend Punkte, dass wir uns hier irgendwie sowas richtig krasses irgendwie gönnen können. Diesen Massenkontrollwagen, das ist ja dann das nächste, worauf wir sparen müssen. Das Problem ist aber halt hier auch, dass wir ein Limit halt einfach erreichen, ne? Also können wir uns das wahrscheinlich sowieso nicht leisten. Ja, da würde ich einfach sagen, wir kaufen uns hier noch so ein normales Polizeiauto für den Anfang. Hilft ja nichts. Komm, den Spiegel, da können wir echt mal drauf. Oh. Noch mehr Sofas. Zweisitzer-Sofa, Sofa. Einsitzer-Sessel, okay. Das braucht doch niemand. Oh mein Gott, es geht schon los. SWAT-Ausrüstung. Kein Problem. Das ist kein Problem. Wir haben unsere Leute hier. So, wir müssen leider den mitnehmen. Den und dann nehmen wir noch den mit. Und dann haben wir so 100% voll. Das ist gut. Dann Rettungsdienst. Da brauchen wir jetzt hier das Ding mit der Drehleiter. Diese sind alle so erschöpft. Wir müssen hier nochmal einen Erschöpften mitnehmen. Wartet mal, vielleicht wäre das besser hier, die hier. Okay, das geht klar. Auch entsendet. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was hier abgeht. Streifenwagen. Da sind die zwei erschöpft, aber hey, so ist das Leben. Und Abmarsch. Ich weiß nicht, fahren die jetzt noch los? Ja, das werden wir nicht wirklich so jetzt sehen, glaube ich mal. Wahrscheinlich beantworten die noch das Ding und dann kommen die nächsten oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich beende die Folge aber an der jetzigen Stelle und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.